endlich wieder mobil. Unser Auto funktioniert wieder, kein Klappern. Und was auch ganz wichtig ist, er startet wieder. So wie er soll, ohne dass wir uns selbst Starthilfe geben müssen. Aber das Teil ist richtig cool. Also ich habe uns das mal vor etwas über einem Jahr mal gekauft. Ich habe das irgendwo mal gesehen, ich weiß gar nicht mehr wo. Und dachte, das kann ja mal ganz hilfreich sein, weil ich vergesse nun wieder mal das Licht auszumachen. Und dann ist die Batterie leer gewesen. Dann habe ich gedacht, bevor ich da stundenlang auf einen ADAC oder irgendjemanden warten muss, der mir da aufs Apache hilft. Selbst ist der Mann. Und jetzt haben wir das wirklich die ganze Zeit gebraucht. Aber ist natürlich besser, man braucht es halt eigentlich nicht. Aber ja, wenn man es braucht, ja, war es halt da. Ich verlinke euch das mal unten in der Videobox, vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen. Auf jeden Fall ein richtig cooles Teil. Und wir sind jetzt hier gelandet, an so einem schönen Aussichtspunkt. Man sieht halt nichts, weil hier alles zugebuchert ist. Aber da hinten kann man es schon erahnen. Da gehen wir jetzt mal hin. Und, Fräulein, bist du auch rettisch? Ja. Freust du dich? Auf was? Jetzt auf ein bisschen Zeit ziehen und danach auf einen Kaffee. Ja, ich freue mich vor allen Dingen auf einen Kaffee. Ich auch. Hast du hinten abgeschlossen? Habe ich gemacht, ja. Hinter mir könnt ihr da oben den Aussichtspunkt von dem einen Café sehen, was jetzt auch schon geschlossen hat. Also ich finde, das ist schon mutig, sich da oben hinzustellen. Finde ich richtig krass, weil halt alles voller Lehm ist. Und das rutscht halt auch immer so ein bisschen runter. Das haben wir jetzt am Wochenende auch gesehen, als es so stark geregnet hat, dass da halt auch so ein bisschen der Hang runtergekommen ist. I've been waiting to come home and give you everything that I have. Now we could stay awake all night. Boah, das ist aber echt krass hier. Hängen einfach so Nägel raus an der Treppe. Schatz, meinst du, ich bin zu deutsch? Every day should be like a hovering cloud. When it's only you and me, no one else can bother us to step on our feet. Oh. Ja, das war's jetzt aber auch von dieser schönen Aussicht. Wir gehen jetzt zurück in den Van, machen uns leckeren Kaffee und holen unseren freien Tag von gestern ein bisschen nach und melden uns morgen wieder. Und es ist der nächste Tag. Ja, wir haben richtig gut geschlafen, mal ein bisschen erhöht. Die letzten Tage war das Meer so laut. Das ist natürlich immer schön, am Meer zu stehen. Alle sagen, das Leben ist besser am Strand. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn die Wellen so krass, also die Brandung so laut ist, dann ist es halt auch nicht gerade so schön, im Auto zu schlafen. Weil dann schläft man, oder zumindest wir, ein bisschen unruhiger. Ja, auf jeden Fall sind wir hier am Logas Beach. Das habt ihr ja gestern schon gesehen. Und wir laufen jetzt hier zu diesem Cap Drastis. Das sieht man da hinten schon. Und über dieses kleine Dorf Perulades, das sind ungefähr 1,4 Kilometer, wir lassen das Auto hier stehen. Und von oben, beziehungsweise aus der Nähe, sieht dieses Cap Drastis, was auch der nordöstlichste Punkt Korfus ist, aus wie so eine Schildkröte. Und ja, wir packen uns jetzt auf jeden Fall mal unsere Sachen ein und ja, laufen da jetzt mal ganz gemütlich hin. Sind wir hier am Cap angekommen. Es ist morgens um 11 oder mittags was. Ja. Es ist so heiß, ihr glaubt es gar nicht. Ende Oktober und wir sind richtig am Schwitzen. Deswegen gut, dass wir Badesachen eingepackt haben. Ja. Und der Platz hier, der ist auch bei Park for Night eingetragen. Aber ich bin froh, dass wir hier nicht mit unserem Van hergekommen sind. Ja, weil, das ist echt klein und schief. Ja. Klein, ja, schief. Und dann hätten wir hier alles vollgeparkt. Es ist ja schon richtig voll hier. Da stehen ja schon richtig viele die Autos. Die Straßen hier waren auch ganz schön eng. Ich ein bisschen unwohl gefühlt. Genau, also ich würde den Van da einfach stehen lassen. Ja, ein bisschen, für euch der bisschen Tipp. Sport, ne? Und jetzt laufen wir da runter zum Cup. Da, wo dieses kleine weiße Häuschen ist, kann man das schon sehen. Und ja, mal gucken, wie es da ist. Also hier ist schon ziemlich viel los, ne? Ja, schon ganz schön viel. Ich dachte, die meisten Leute kommen zum Sonnenuntergang her, weil das ist ja bei Sonnenuntergang noch geiler, haben wir gehört. Da haben wir gedacht, gehen wir zum Sonnenaufgang hin. Wenn jetzt, wenn jetzt schon so viel los ist, will ich gar nicht wissen, was heute Abend hier los ist. Komm mal her, ey. Hier geht's richtig steil runter, aber vorsichtig. Wow. Das sieht ja
an eine kleine Bucht gelandet. Und von hier aus gehen Boottouren, wo man halt so ein paar mehr Buchten besuchen kann. Weil die Bucht ja ist zwar nett, aber so richtig baden kann man hier, finde ich, jetzt auch nicht. Ja, mal gucken. 20 Euro pro Person sehe ich gerade. Yellow Line und Red Line. So, wir sind wieder zurück in der Zivilisation und jetzt gibt es erstmal ein kleines Frühstück. Und, wollen wir uns ein Eis zum Frühstück aussuchen? Ja, irgendwie habe ich Bock drauf. So ein Magnum Mandel wäre richtig geil. Oh, da guck mal, White Chocolate Mango Coconut. Boah, das nehme ich, glaube ich. Das hört sich richtig gut an. Halleluja. Ja, ich würde mal sagen, ein Eis zum Frühstück geht klar. Das sind ja Früchte, ne? Schmeckt denn dein Eis eigentlich? Geil. Kokos mit weißer Schokolade und Mango. Boah, aber dann richtig frisch. Mhm. Voll lecker. Okay, ich mache jetzt was ganz Ungewohntes. Ohne Starthilfe. Mache ich das Auto an. Ich weiß gar nicht. Ich brauche einen Autoschlüssel. So. Achtung. Hey. Richtig ungewohnt. Schönes Gefühl. Jo, das ist, wie man sich Vanlife vorstellt, oder? Schaut mal. Hier sind wir jetzt angekommen. So eine grandiose Aussicht. Hier steht der Van. Wir könnten theoretisch auch übernachten. Aber das ist halt auch Vanlife. Uns ist hier gerade die Pflanze runtergeknallt, die hier oben immer hängt, weil es so dolle gewackelt hat, als wir hier drüber gefahren sind. Okay, wir fahren jetzt weiter, müssen noch Wasser auffüllen. Und insgesamt fahren wir jetzt eine Stunde und dann sind wir auch irgendwo an der Westküste bei Parakratina Rotiromidos. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Ganz bestimmt nicht. Ich schreibe euch das hier hin. Aber das ist auch an der Westküste, richtig schön. Und hier war es auch richtig schön, auch wenn wir den Kanal de Lamour nicht gefunden haben. Ist ja die Bucht hier auch sehr schön gewesen. Haben wir nicht gefunden. Ja, wenn wir nochmal hinfahren, dann jetzt. Ich weiß nicht. Aber die Ecke hier oben ist auch richtig schön und man könnte hier mit dem Camper sogar hier stehen. Ist sogar bei Park von Night eingezeichnet. Aber ich glaube, zum Sonnenuntergang wird hier richtig viel los sein. Das sind aber auch super fette Matsch. Löcher. Also viel Spaß. Und jetzt nein. Und jetzt mache ich wieder etwas, was sehr viel Spaß macht. Achtung. Wow, 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 wow. Geil. Endlich. Wenn Sachen einfach funktionieren, wie sie funktionieren sollen. Herrlich. Kurzer Zwischenstopp hier. Wir sind gleich in Paleokrati Ramados und müssen aber noch Wasser auffüllen. Und das kann man in Korfu ganz häufig an solchen öffentlichen Wasserstellen machen. So, Wasser ist aufgefüllt und falls ihr euch fragt, wie viel Wasser wir eigentlich dabei haben, das sind 110 Liter und das reicht uns für 5 bis 7 Tage. Ne? Kommt drauf an, wie heiß es ist und ja, wie oft wir dann halt auch Nusa das Trinken wechseln und sowas, aber 5 bis 7 Tage kommen wir damit auf jeden Fall hin. Vor Nusa haben wir es 10 Tage geschafft, aber mittlerweile verbrauchen wir so ja, 15 bis 20 Liter Wasser am Tag. So, und jetzt schauen wir mal, ob wir uns hier einen schönen Stellplatz raussuchen können.
ob wir da bleiben können über Nacht und ob wir irgendwo schönen Sonnenuntergang uns anschauen können hier an der Westküste. Ja, ab die nächsten Tage soll es dann nicht mehr so schön werden. Aber mal schauen. Ja, weiß nicht. Wo soll man denn hier parken? Nee, überall. Da ist Parken verboten. Aber die Aussicht hier ist schon mal geil, ne? Ich denke, nachts wird es ruhig sein. Also die Aussicht auch da ist richtig schön. Nur ich frage mich, wo wir hier parken können, ohne den anderen Leuten auf den Sack zu gehen. Also wir können uns auch hier hinstellen, wenn du willst. Ich drehe uns gerade mal und dann haben wir das als Aussicht. Mhm. Was meinst du? So. Okay. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir uns auch noch mal das Kloster an, was da oben ist. Ne? Wir sind ja nur 1-2 Minuten entfernt von dem Kloster. Ja, ich denke, hier können wir auf jeden Fall parken. Ich stürme niemanden. Und tendenziell wird es jetzt auch ruhiger. Also ich sehe auch schon mehr Autos fahren, die kommen. Also eigentlich machen wir gar nicht so viel wie heute. Wir sind heute richtig im Entdeckermodus. Aber es liegt alles nah beieinander, zumindest laut Google Maps. Aber die Fahrten sind dann doch immer ein bisschen länger, weil alles kurviger ist. Es geht berghoch, es geht bergunter. Aber das mag ich hier an Korfu total gerne. Es ist so abwechslungsreich. Innerhalb von wenigen Minuten ist man oben in den Bergen und in so einem krassen Urwald. Und ja, ein paar Minuten vorher war man noch am Meer baden. Und ja, es ist einfach ein Träumchen hier. Jetzt ist hier oben so ein Kloster. Und da wollen wir jetzt mal kurz hingehen. Und ja, ich glaube, da sieht man den Sonnenuntergang. Bin mir aber nicht ganz sicher. Mal schauen. Und wir müssen dann abwarten, wie hungrig Melli ist. Weil heute hat sie einen extrem großen Hunger. Ja, wir haben heute richtig schöne Sachen erlebt und viel Tolles gesehen. Ja, jetzt genießen wir hier den Sonnenuntergang und dann machen wir es uns gemütlich im Van. Ja, da sind wir wieder zurück von einer ruhigen Nacht. Warte, ich brauche den Spiegel kurz. Ja, war auf jeden Fall richtig angenehm hier und wir fahren jetzt weiter nach Korfu. Melli hatte heute nämlich morgen einen kleinen Unfall verursacht und zwar hatte ich die ganze Kaffeetasse im Bett und dachte mir in dem Moment wirklich, oh wie gemütlich, es hat nämlich draußen so ein bisschen ja, fast geregnet und es war schön kühl und ich dachte, jetzt liege ich schön gemütlich im Bett, Nusa lag neben mir, wir waren beide am Chillen, auf einmal kommt Melli angesprintet. Wollte Nusa umarmen, irgendwie so, oh Nusi, du bist so süß, boom, die ganze Kaffeetasse, das ganze Bett voller Kaffee. Ja, die letzte Wäscherei, habt ihr im letzten Video gesehen, ist 8 Tage her. Kein Problem, wir fahren da nochmal hin, machen alles sauber. Korfu habt ihr im ersten Teil schon gesehen, deswegen will ich das jetzt nicht nochmal zeigen, aber schaut euch Melli mal an. Die geht nämlich vielleicht zum Friseur und macht sich die Haare. Und dann wollte ich aber noch was ganz Cooles erzählen. Wir haben gerade hier, wie ich das Auto startklar gemacht habe, waren draußen drei Mönche. Wir stehen ja hier am Kloster und die sind hier vorbeigelaufen. Ich dachte, die haben mich so angeguckt, haben die ganz freundlich gelächelt, haben gewunken und so gemacht. Richtig cool, ne? Ja, voll süß. Ja, weil man immer denkt und wir kriegen auch manchmal Kommentare, ihr macht alles kaputt und Anwohner zerstechen schon die Reifen und gestern haben sogar die Polizei vorbeigefahren, hat nichts gesagt und irgendwie hat man immer so ein schlechtes Gewissen. Ja, aber eigentlich machen wir ja nichts Schlimmes hier, ja, ne? Ja, also ich habe eigentlich nie ein schlechtes Gewissen, aber manchmal sind die Kommentare unter einigen YouTube-Videos so, dass man denkt, ey, Alter,
Naja, doch, du kannst ja deine Meinung behalten, aber das sind halt falsche Behauptungen, dass wir hier irgendwas kaputt machen würden oder so. Also wir hinterlassen keine Spuren, wenn wir gefahren sind und sammeln sogar noch Müll auf. Voll häufig. Ja, ich meine, manchmal hat man schon das Gefühl, dass man nicht willkommen ist, ne? Weil manche halt, also haben wir zumindest noch nicht so die Erfahrung gemacht, aber erzählen halt manche, ne? Dass man da einfach weg, also wirklich so von Anwohnern halt schlecht angeguckt wird oder halt weggeschickt wird. Und deswegen hast du ein schlechtes Gewissen. Nee, aber dann habe ich immer ein bisschen Schiss von den Geschichten, dass halt auch, wenn einer kommt, dass er denkt, so, was machen die für einen Scheiß, die stellen sich hier hin und so. So, Wäsche ist jetzt drin, 30 Minuten, 3 Euro, echt günstig. Und ich habe jetzt Geld noch nicht gewechselt, weil ich 20 Euro habe. Vielleicht hast du noch mal 2, 3 Euro klein, weil 3 hatte ich jetzt noch klein. Brauche ich 20 Euro und 1 Euro Groschen wechseln. Dachte ich, warte ich kurz. Ich gucke jetzt noch mal, wo der Friseur ist und frag mal danach. Und weiß nicht, wo du gerade bist. Okay, alles paletti. Also ich habe gerade geparkt und packe jetzt die Sachen zusammen. Getränke, Essen und die Kamera. Und dann komme ich jetzt zu dir gelaufen. Entweder zum Friseur oder in das eine Café, ins Coconella. Sag mir gerade, wo wir uns treffen sollen. Hallo. Hat alles in eine Waschmaschine gepasst? Okay. Ja, und während die Wäsche jetzt trockener ist, habe ich ungefähr 40 Minuten Zeit und gehe hier in einen Kaffee, das ist 2 Minuten entfernt. Das Kaffee heißt Coconella. Habe ich euch im letzten Video gar nicht gezeigt, weil habe ich nicht gefilmt. Und danach habe ich ein Telefonat mit dem Verlag. Wir wollen nämlich unser E-Book drucken. Und ja, davon erzähle ich euch dann nochmal, wenn das Telefonat vorbei ist. Aber das werde ich wahrscheinlich in der Wäscherei führen. Hallo? Hallo, Frau. Schönen guten Tag. Ja, ja. Ja, oder? Gar nicht so schlecht. Ja, wir haben ja, wir können ja unsere Zeit ein bisschen frei einteilen. Also 3 Verlage wollen aktuell unser E-Book drucken. Hätte ich nie gedacht. Hätte ich einfach nie gedacht. Wir haben bei 3 Verlagen, bei mehreren Verlagen eine E-Mail geschickt. Mit 3 wird es jetzt gerade richtig konkret. Das ist total aufregend, weil ich überhaupt nicht weiß, auf was ich achten soll. Aber ja, vielleicht gibt es schon zu Weihnachten oder Anfang nächsten Jahres unser E-Book, wenn wir drucken, immer werden. Daumen drücken. Und jetzt Wäsche zusammenlegen. Wäsche ist gewaschen, Melli ist auch wieder da mit neuer Frisur, tralala. Tada. Die vom Regen leider schon zerstört worden ist. 20 Euro fürs Föhnen bezahlt. Für die Katz. Für die Katz. Melli kam klatschen das hier an. Und das Trocknen der Wäsche, ja, also die Wäsche ist auch zwar trocken, aber so ein paar Teile sind noch ein bisschen feucht. So, da trocknen noch ein paar Sachen, aber jetzt alles erledigt. Wir waren heute noch ein bisschen einkaufen und so weiter. Alles gemacht, richtig schön. Draußen regnet es jetzt in Strömen. Eigentlich haben wir gedacht, wir gehen nochmal nach Korfu rein, aber das lassen wir jetzt sein. Wir fahren jetzt alle zusammen in den Süden. Habt ihr da Bock drauf? Ich nehme mich schon, weil ich war noch nicht im Süden. Der Norden und die Mitte Korfus, ein Traum, aber der Süden, keine Ahnung. In ein paar Tagen verlassen wir nämlich auch schon Korfu und deswegen wollen wir uns im Süden nochmal ein bisschen umsehen. Hoffentlich wird das Wetter die nächsten Tage besser, aber jetzt müssen wir uns erstmal einen Stellplatz raussuchen und dann fahren wir los. Hier könnten wir uns hinstellen. Ja, oder? Guck mal, da sind sogar Steine. Da würden wir uns nicht festfahren, falls es anfängt zu regnen. Oder? Ja, ist auch ein
Genau, es ist so sandig hier der Boden. Nochmal ein Internet-Check. Oh, es wird schlechter. Aber ich glaube, das ist okay jetzt für eine Nacht, vielleicht zwei Nächte. Können wir hier bleiben. Mal schauen. Es ist auf jeden Fall heftiger Regen für heute Nacht gemeldet und Sturm. Mit über 90% Regenwahrscheinlichkeit und so gelben Punkten auf der Karte und alles ist lila. Also es kann sein, dass es ein bisschen wackelig wird. Aber unser Auto springt jetzt wieder an ohne Starthilfe. Das heißt, im Notfall sind wir auch schnell wieder weg. Und wir sind so 3 Kilometer von einer asphaltierten Straße weg. Also ist das hier, glaube ich, eine gute Idee. So, und jetzt erstmal Sonnenuntergang angucken. Ein schöner Sonnenuntergang. Ja. Niemals aufblühen. Das gefällt mir richtig gut. Idee, ne? Weil hier müssen ja früher oder später viele Touris entlang. Nimm die Fähre. Ne, ich will die Fähre jetzt nicht nehmen. Warum soll ich die Fähre nehmen? Guck mal, was die macht. In 2 Stunden. Aber ich hab doch den Punkt hier angegeben und jetzt sagt mir Google, ich soll die Fähre nehmen. Ich mach nicht das, was du sagst. Fick dich. Rechts abbiegen. Danach befindet sich das Ziel auf der rechten Seite. Ich muss nur mal mit dir sprechen und jetzt ist klar, wo wir sind. Nowadays the pain follow me, deal with trauma privately. I don't wanna be a burden, I handle things defiantly. Spent a decade searching for a higher power guiding me. Figured out that faith is not up there, that it's inside of me. Act with execution, what's a plan with zero action? Faced with bad habits, knowing it's a magnet to my imbalance. I'm somewhere between confidence and arrogance. The middle ground is treacherous, I work on getting out of it. Pops is looking down, I feel him every time the sun shine. Back to being unsigned, I only got my bloodline. With me going forward, smoking cookie till we dumb high. I heard you taking shots, we pulled up on them, they was gun shy. 2 p.m. in Rome, we at the chapel eating sun-dried tomatoes. Hier hinter mir ist eine kleine Rösterei, eine Mikrorösterei ganz im Süden von Corfu, am Port von Lefkini. Richtig cool. Hier hinter mir sehen wir quasi schon das Festland, das griechische Festland. Dann nehmen wir in ein paar Tagen auf die Fähre und dann werden wir hier nochmal herkommen. Also es ist ein richtig schönes Café. Der Kaffee ist auch richtig lecker. Also auf jeden Fall unter den Top 3. Alle Cafés, die ich euch in dem und in dem letzten Video vorgestellt habe, sind super. Könnt ihr echt hingehen. Und jetzt wollte ich hier gerade mal gucken nach Tickets, aber hier ist alles geschlossen, obwohl da teilweise der Computer an ist, aber da ist halt niemand. Und dann gehe ich halt mal rein und informiere mich mal drin, ob der Barista vielleicht ein bisschen Bescheid weiß. Also solltet ihr Corfu verlassen, könnt ihr das auch aus dem Süden tun. Die Fahrt dauert nicht so lange. Laut Fahrplan 1 Stunde und aus Corfu Stadt 1,5 bis 2 Stunden. So, und jetzt fahren wir zu unserem neuen Stellplatz. Hoffentlich ist der schön. Ja, wir haben uns jetzt einen Tipp nämlich geholt vom Barista, wo man hier in der Nähe gut stehen kann. Und hat er dir einen Tipp gegeben? Ja, und da kommen wir gut mit dem Van hin. Er hat sogar gesagt, er wohnt da ganz in der Nähe. Ah. Und da fahren wir jetzt hin. Das Wetter ist richtig schön. Ist nochmal aufgeklärt. Und hoffentlich sehen wir jetzt einen schönen Sonnenuntergang.
Soll ich noch ein bisschen runterfahren? Achtung. So ist gut? Ja. Alles klar. Angekommen. Wollen wir uns ein Gläschen Wein nehmen und uns den angucken? Wir haben auch noch zwei Bierchen. Was ist dir lieber? Aber die sind nicht kalt, die Bierchen. Der Wein auch nicht. Warmes Bier ist ekliger wie warmer Wein. Wir werden Rotwein, den können wir noch warm trinken. Ja, dann machen wir mal. Bars finde ich auch sehr schön mit diesem Holz. Das ist so urig irgendwie, ne? Das ist ja nicht so gemacht, sondern so traditionell so. Irgendwie so. Also hier sind auch viele Touristen, aber es sieht auch irgendwie schön mit dem Holz aus, ne? So passt in der Natur einfach. Es passt so, genau. Es wirkt nicht so reingebaut. Mhm. Es wirkt nicht so künstlich, sondern dadurch, dass alles hier so mit Holz und mit Palmen gemacht worden ist und schön, so begrünt ja. ist, passt das perfekt in die Landschaft hier rein. Mhm. Wollen wir dahin zum südlichsten Punkt. Genau da hinten müssen wir einmal rum und dann machen wir da eine kleine Wanderung und dann geht auch schon unsere Fähre. Heute verlassen wir Korfu. Ja, aber ich freue mich jetzt auf die letzte schöne Wanderung hier auf Korfu und ja, hoffe, euch hat es auch gefallen. Bin mal gespannt, was die letzte Wanderung jetzt noch zu bieten hat. Ich glaube, das ist richtig schön. Die letzten Meter, die sind ganz schön heftig, ne? Boah, wo führt uns das Navi hier hin, ey? Alter Schwede. Also wir haben ja gerade gesehen, dass wir wieder so Wegmarkierungen gefunden haben. Und wir müssen da lang, da geht es nämlich zur Monastery, zum Kloster und zum Strand. Und das sind auch die Wanderwege bzw. die Markierungen, die wir bei unserer ersten Wanderung in den Bergen gesehen haben, also in einem anderen Video, falls ihr das noch nicht gesehen habt, unbedingt anschauen. Es gibt ja auch einen Korfu Trail, der führt ganz vom Süden Korfus bis in den Norden und ist, glaube ich, auch ein richtig schöner Trail. Dafür haben wir leider jetzt keine Zeit gehabt. Ist auch ein bisschen schwierig mit dem Van so lange zu wandern, da muss ja einer immer hinterherfahren. Deswegen laufen wir den so teilweise, aber falls ihr da mal Bock drauf habt, googelt mal nach Korfu Trail. Man kann hier, glaube ich, richtig gute Wanderung machen. Jo. Komm mit, Kamerafrau. Kann man da nicht rein? Nee, also kann man nicht. Oh wow, die ist aber ganz schön heruntergefallen. In sich zusammengefallen. Die Monastery hat ihre beste Zeiten hinter sich. Wow. Nichts anfassen am besten. Ah, von hier kann man rein, siehst du? Bisschen. Ja, das war mal eine Monastery. Ja, und jetzt ist es eine schöne Ruine. Aber hat schon was, ne? Ja, die muss schon echt lange hier stehen. Guck mal, wie groß diese Bäume schon hier reingewachsen sind. Wow. Lang, lang ist Cher. Oh, pass auf, Schatz, da ist wirklich der Steindose. Das steht doch drauf, man soll das nicht so anfassen. Stell dir mal vor, mir wäre der Stein auf den Kopf gefallen. Ja, nee, danke, würde ich mir nicht vorstellen. Thank you.